Was haben Sid Vicious von den Sex Pistols, Cyndi Lauper und Joe Strummer von The Clash gemein? Natürlich ihre rebellische Musik, die ich liebe. Aber da gibt es noch etwas. Ich mag auch ihren Stil und vor allem ihre Schuhe, die berühmten Doc Martens. Und letztens, als ich modische Pariserin meinem Nonkonformismus Ausdruck verleihen will, bin ich schwach geworden und habe mir ein paar gekauft. Perfekt, um mir bei den Konzerten im Pariser Underground die Seele aus dem Hals zu schreien. Und eines Tages spottet eine Freundin über mich. Witzig, eine Fashionista mit deutschen Gesundheitsschuhen. Wie bitte? Gesundheitsschuhe? Um Himmels Willen, ich bin ein Rebell und kein alter Knacker mit Schuhen aus dem Sanitätshaus. Aber meine Freundin hat recht. Die Doc Martens sind tatsächlich Gesundheitsschuhe und sie stammen aus Deutschland. Dr. Martens ist Klaus Mertens. 1946, nach einem Skiunfall, bastelt dieser Arzt mit einem befreundeten Ingenieur einen orthopädischen Schuh aus alten Reifen, um besser laufen zu können. Die beiden erfinden den ersten Schuh mit Luftkissensohle. Toll, Dr. Mertens kann wieder in den Bayerischen Alpen herumtollen. Als der Schuh auf den Markt kommt, wird er bald zum Renner bei den Rentnern aus ganz Europa. 1959 stößt eine englische Schuhmacherfamilie, die Griggs, auf die Luftkissensohle. Sie wittert ein gutes Geschäft, kauft die Lizenz, nennt den Schuh Dr. Martens, verbessert ihn und überschwemmt den englischen Markt für Arbeitskleidung mit diesem Schnürstiefel. 8 Löcher und eine gelbe Naht. Ideal für den Fabrikarbeiter, aber auch für andere Berufe. Denn die bequeme Sohle ist säurebeständig und wetterfest. Und schon werden die Doc Martens zum Symbol der englischen Arbeiterklasse. Die Punkbewegung liebt den Stiefel. Und auch die Skinheads, diese Gegner des Bürgertums, die sich dem Proletariat zurechnen. Als auf der Bühne Rockgruppen ihre Verstärker mit den Docs zertreten, hat der Schuh längst den Ruf eines Rebellen. Und im Kino laufen die bösen Jungs in Stanley Kubricks Clockwork Orange auch in dem Stiefel herum, was ihn endgültig berühmt macht. Aber in den 90er Jahren treibt der Erfolg des Turnschuhs Doc Martens an den Rand des Ruins. Zum Glück gibt es die Modeszene. Zu ihrem 40. Geburtstag holt sich die Marke exzentrische Designer ins Boot, um ihr Image aufzupolieren. Vivienne Westwood und Jean-Paul Gaultier entwerfen Haute Couture Sondermodelle. Der Kultschuh wird von Mannequins getragen und gefällt einer hippen Kundschaft. Wenn man heute in eines der zahlreichen Doc Martens Geschäfte tritt, weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Mit Blumen oder Pailletten, aus Lackleder, vegan. Die Docs passen zu jeder Mode, nicht aber zu jedem Portemonnaie. 170 Euro für den berühmten Stiefel mit 8 Löchern, made in China natürlich. Tja, ich muss wohl akzeptieren, dass sich das Leben eines Rebellen nicht einfach so kaufen lässt.